Ilona Steinmüller projiziert mittels der frei ins Haus geschwemmten Werbesendungen den gesellschaftlichen Zeitgeist auf zweidimensionale Bildträger und plastische Objekte. So entwickeln sich über einen längeren Zeitraum im steten konstruktiven Wechsel von Absicht und Zufall unter Einbeziehung verschiedenster Techniken und Materialien Schicht für Schicht die sogenannten Decollagen. Ernsthaft und mit einem ironischen Augenzwinkern legt sie gesellschaftliche Befindlichkeiten offen. Vordergründiges wird zerstört, Gedankensätze wieder aufgenommen, Inhalte und Gestaltungsmöglichkeiten sind hierbei unerschöpflich. Ihr kreativer Weg führt durch das Spannungsfeld von Werbung und Kunst. Am Ende bleibt eine Ahnung des sowohl innovativen als auch zerstörerischen Zeitgeistes, zu welchem der Betrachter eigene Empfindungen assoziiert und angeregt wird, die angebotenen gedanklichen Fäden individuell weiterzuknüpfen. Ilona Steinmüller, Sie stellen in der Samstagsgalerie der Hückstraße aus. Was kann man hier alles sehen? In erster Linie die Technik, die außergewöhnlich ist, also als Alleinstellungsmerkmal. Es sind Decollagen. Bei einer Collage klebt man was zusammen und bei einer Decollage nimmt man es wieder weg. Das ist vielleicht das Merkmal, das Vorrangige, die Technik. Und was sind die Ursprungsmaterialien? Die Ursprungsmaterialien, die bekomme ich kostenfrei, frei Haus geliefert. Das sind die Werbeprospekte von den Küchenstudios, Autohäusern, Supermärkten. Es wird alles verklebt. Wird denn da auch noch etwas hinzugefügt oder ist das alles so, wie es von der Zeitung kommt, auf dem Bild zu sehen? Ganz offen. Also es gibt abertausend Möglichkeiten vom Hinzufügen, Servietten und andere Prospekte, Flyer, auch Naturmaterialien, Blätter, Blüten, Hölzer. Es geht mitunter schon ins Dreidimensionale. Man kann alles verkleben, ja. Wie sind Sie dazu gekommen, Künstlerin zu werden? Oh, darauf gibt es keine Antwort. Das kam aus dem Inneren. Ich wusste schon immer, das ist mein Platz, meine Aufgabe und bin, seit ich bewusst entscheiden kann, diesen Weg gegangen. Ja. Haben Sie denn eine spezielle Ausbildung oder sind Sie Autodidakt? Ich habe 3 Semester an der Hochschule für Bildende Künste mal eine Gastjurorschaft belegt, war 30 Jahre in einem Kunstkreis Bannewitz Mitglied. Alles andere ist Übung, machen, Autodidakt, ja, würde ich so sagen. Wo stellen Sie denn normalerweise aus? Wo ist denn Ihr Heimatatelier praktisch? Also das Heimatatelier ist die Werkstatt, eine große Scheune, in der sind keine Repräsentationsmöglichkeiten. Deswegen ziehe ich rum mit meinen Wanderausstellungen, um diese Bilder, die da entstehen, die sollen ja kein Selbstzweck sein, dem Betrachter zu zeigen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen, ein Feedback zu erhalten. Deutschlandweit ziehe ich herum, wo es sich was ergibt. Ja. Aber Ihrem Dialekt nach kommen Sie aus den neuen Bundesländern? Ja, aus Sachsen, man hört es. Was sind denn Ihre nächsten Projekte? Was haben Sie denn schon mal überlegt, als nächstes zu tun? Ich habe mehrere Ausstellungsprojekte in Vorbereitung. Die Verträge sind ja mitunter sehr langwierig, also über Jahre plant man ja. Da gibt es Zusagen schon für 2020 und so. Und als nächstes werde ich im Sächsischen Künstlerbund aufgenommen und da gibt es eine Mitgliederausstellung für die Neuankömmlinge. Ja, so ist immer irgendetwas, muss ja im Verhältnis stehen, das Tun, das Arbeiten und das nach außen gehen, das Repräsentieren. Und dann bin ich immer bemüht, dass dieses Verhältnis in Balance ist. Wann sind denn Ihre Arbeiten in der Samstagsgalerie zu sehen? Wann kann man herkommen?
jetzt noch einen Samstag, den kommenden, von 11 bis 16 Uhr. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Ausführungen. Danke.